Der Waldener See ist ein beliebter Ausflugsort. Hier kann man Radfahren, Inliner fahren, spazieren gehen, wandern und vieles mehr. Übernachtungen sind in Hotels, Pensionen, Jugendherbergen und auf Campingplätzen möglich. Der Baldener See ist der größte der 6 Ruhrstauseen. Er liegt im Süden der Stadt Essen. Mit dem Seaside Beach Club existiert das ehemalige Freibad als Veranstaltungsgelände mit Sandstrand, Palmen und Wiesen weiter. Hier wurden auch die Dreharbeiten des deutschen Fernsehfilms Die Sturmflut durchgeführt. Die Seerundfahrten können von mehreren Anlegestellen auf dem Baldener See unternommen werden. Die Schiffe der Weißen Flotte liegen im Hafen am Südufer des Baldener Sees. Sie verkehren in den Sommermonaten nach Fahrplan. Eine Schleusenfahrt führt flussabwärts bis zum Kettwicher See. Es gibt auch eine Yachtschule am Baldener See. Hier können Kurse zum Segelschein und dem Bootsführerschein belegt werden. Die gesamte Strecke um den See ist ca. 14 Kilometer lang. Der Weg wird von Radfahrern, Fußgängern, Inlinefahrern und Joggern genutzt. Auch der 240 Kilometer lange Ruhrtal-Radweg führt am Baldener See vorbei. Am Ufer in Haisingen liegt das Vogelschutzgebiet Haisinger Bogen, das mit einem geschützten Sumpfgebiet als Brutrevier für bedrohte Vögel dient. Rings um den See findet sich eine wunderschöne grüne Waldkulisse. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch ein Abo oder einen Daumen da. Oder teile dieses Video mit deinen Freunden.